Ich lasse die Cam erstmal hier, die muss ich garantiert gleich noch verschieben. Ja, das ist der Treasure Hunter Simulator. Ich habe noch nicht reingespielt. Ich habe ganz grob Soundsettings gemacht und sonst nichts weiter. Ich bin sehr gespannt, was mich erwartet. Es wird, glaube ich, sehr Walking Simulator-mäßig. Wir gucken einfach mal. Oh, ich habe den Entdeckermodus noch nicht freigeschaltet. Voll traurig. Trotzdem kann ich, glaube ich, Sound noch eine Idee leiser machen. Alter, das hat gefühlt gar nichts gemacht. Irgendwie wird das auch nicht leiser, oder? Völlig egal. Ist halt völlig egal. Okay. Dann lassen wir das mal so und ich drehe das Master Volume noch ein bisschen runter. Verstehe, wer will. Okay, wir starten mal ein neues Spiel. Der Story-Modus. Spiele das Ziel im Story-Modus. Dies ermöglicht es, Aufträge anzunehmen und das Freischalten von neuen Gegenden muss erarbeitet werden. Also die deutsche Übersetzung ist schon mal ganz weit vorne. Das Ziel ist. Spiel das Ziel mit dem Krokodil. Du bist. Ja, lass mir das. Wow. Kaiser Wilhelm ist zurück. Habt ihr die Pickelhaube gesehen? Ah, und die deutsche Übersetzung ist ganz weit vorne. Tutorial. Nehmen wir mal mit. Willkommen bei Treasure Hunter. Dies ist das Tutorial. Hier werden wir dir beibringen, wie man schnell und effektiv nach Schätzen sucht. Falls du bereits weißt, wie man Treasure Hunter spielt, kannst du auf Überspringen klicken. Ihr solltet vielleicht mal euer Leben ein bisschen überdenken. Ansonsten überdenke dein Leben. Vielen Dank für die Bits an Firefly. Far Cry 5 hat gefühlt bessere Soundoptionen. Nein, wir überspringen nicht. Ich möchte das Tutorial bitte schalten. Oh, Sensitivity over 9000. Okay, ich kann laufen. Oh Gott, Alter. Highest Sensitivity ever. Das sind übrigens schon Max-Details. Dies ist die Weltkarte. Hier siehst du aus der Top-Down-Sicht deinen derzeitigen Standort mit allen wichtigen Punkten. Die Karte wird ständig aktualisiert mit Standorten, die du auf der Suche erkundet hast. Okay, ich glaube, ich muss die Kamera gleich wirklich mal woanders hinpacken. Aufträge. In diesem Teil des PDA findest du alle Aufträge, die du angenommen hast. Du kannst auf einen der Aufträge klicken und sehen, was von dir verlangt wird, wie weit du bereits gekommen bist, welche Anlagen es gibt und was für eine Belohnung dich erwartet. Dies ist eine PDA-Kamera. Du kannst sie dafür verwenden, Fotos bei deinen Abenteuern zu machen. Bei einigen Aufträgen wirst du Fotos der verschiedenen Objekte auf der Welt machen müssen. Ach ja, niemand kann mich dazu zwingen. Such-Icon. Wenn du dich einem Schatz näherst, wird ein Detektor ein Geräusch mit niedriger Frequenz imitieren. Na, dann soll er mal drauf los imitieren. Ich bin gespannt. Dazu siehst du ein kleines Icon in der unteren rechten Bildschirmecke. Diese Signale sind deine Hauptindikatoren bei der Suche nach Schätzen. Okay, wenn wir unten rechts ein Icon haben, packen wir mich da auf jeden Fall. Hier ist doch bestimmt irgendwas, oder? Haben wir irgendwo ein Such-Icon? Vielleicht gucken wir mal dahin. So auf der Rückseite von dem Dinget. Wie packe ich denn überhaupt meinen Detektor aus? Es piept!
Wenn du dich in der Nähe eines Schatzes befindest, kann du dich im Suchmodus auf deinen Detektor konzentrieren. Dieser Modus erlaubt es dir, einen Schatz zu finden und zu bergen. Rechte Maustaste, okay. Look, ma, no hands. Nur irgendwie eine. Bestimmt nur irgendwie eine Cola-Dose vergraben. Okay, wie kann ich graben? Linke Maustaste, okay. Spannend. Gott, ich muss wirklich für jeden Spatenstich einzeln klicken. Ja, da ist nichts. Ein seltsam geformtes Metallstück, ähnlich dem eines Bauteils einer Maschine. Kaum von großem Wert, das ist ein beschissener Hering. Hat wer gezeltet? Seinen Hering vergessen. Das alles. Ah, das Identifikationsspray. Natürlich, wer kennt es nicht? Ein geformtes Metallstück aus einem eher modernen Produkt, wie etwas aus einer Campingausrüstung. Ich sag's ja. Mehr oder weniger nichts wert. Aber $11. Also ist irgendwie der teuerste Hering aller Zeiten. $11. So, ich verschiebe mal ganz kurz die Cam-Sekunde, in der Hoffnung, dass das Spiel dann noch läuft. Oh Gott, ich habe ein Inventar. Wenn du einen Schatz gefunden und identifiziert hast, landet er in deinem Inventar. Nachdem du dann ins Büro zurückgekehrt bist, kannst du alle Schätze ablegen und sie im Computer katalogisieren. Um dein Inventar zu öffnen und zu prüfen, was du gesammelt hast, musst du den Inventarknopf drücken. Verrückt. Okay, kann ich. Webcam kommt mal nach oben in die Ecke. Da stört die, glaube ich, nicht. Alright. War das schon das ganze Tutorial? Weiß nicht, wir könnten da hinten noch hingehen. Da ist auch noch so ein... Du kannst zu jedem Zeitpunkt zurück ins Büro und in eine andere Gegend reisen. Um in dein Büro zurückzukehren, drücke Escape und wähle zurück zum Büro. Okay, habe ich halt irgendwelche Anhaltspunkte, wo ich grundlegend hin muss? Fängt mein Detektor auch an zu piepen, wenn ich ihn nicht ausgepackt habe? Okay, zumindest kriege ich die Info, dass keine Schätze in der Nähe sind. Das ist doch okay. Es gibt keine Schätze in der Nähe. Hat also keiner einen Goldzahn dabei gehabt. Und all diese gefallenen Soldaten sind offenbar auch keine Schätze. Oha. Ich bin gespannt, was wir wohl hier finden. Noch einen Hering? Oder doch ein paar Schrauben? Eine Patronenhülse? Ist es das? Eine alte 9mm Pistolenhülse.
Fantastisch. Erstmal Identifikationsspray drauf. $31 für eine leere Patronenhülse? The fuck? Das ist ohne Zweifel eine Hülse für eine 9x19mm Patrone. Auch bekannt als 9mm Parabellum oder 9mm Luger. Entworfen in 1902 in Deutschland für die Luger-Pistole, erlangte sie sehr große Popularität nach dem Ersten Weltkrieg. Heute ist es die bekannteste Patrone für Pistolen und Maschinenpistolen, die vom Militär und Sicherheitsdiensten auf der ganzen Welt verwendet wird. Natürlich niemals für Privatarmeen oder durchgedrehte Leute, die sich halt 18 Waffen in ihre eigene Wohnung hängen. Natürlich nur von Sicherheitsdiensten und dem Militär. Oh, ich habe ein Achievement unlocked. Rare. Verrückt. Okay, das heißt, ich werde jetzt die ganze Zeit mit rechter Maustaste gedrückt hier rumlaufen und gucken, ob irgendwo hier auftaucht Schatz in der Nähe. Ah, nee, Moment, das fängt sowieso an zu piepen, oder? Das Lupensymbol taucht ja auf. Okay. Okay, es piept aber nur grob. Und das detailreichere Piepen kommt nur, wenn ich den Detektor auspacke. Okay. Da. Na komm schon. Der Sound ist schon ein bisschen unerträglich. Okay, was haben wir? Noch eine Patronenhülse? Wow. Die muss ich nicht mehr identifizieren. Das hatten wir doch gerade schon. Die ist aber nur $26 wert. Hier liegt voll viel Scheiß. Hey, es ist diese riesige Bronzestatue. Ein Quarter ist bestimmt $200 wert. Naja, wenn er aus dem 18. Jahrhundert stammt oder so. Und wir haben... Ich habe keine Ahnung, was das ist. Oh! Holla! Na dann identifizieren wir doch mal. Eine Springfield-Muskete Modell 1855, hergestellt während des amerikanischen Bürgerkriegs zwischen 1856 und 1862, als es vom Modell 1861 ersetzt wurde. Zu dieser Zeit war es eine revolutionäre Waffe, die das Schlachtfeld umkrempelte. Das Gewehrrohr sowie die Minigeschosse haben nicht nur die Reichweite dieser Waffe erhöht, aber auch, sondern auch, ihre Zielgenauigkeit. Das Anbringen der sogenannten Maynard-Perkussionszündung, wie scheiße sich Perkussion auf Deutsch anhört, ermöglichte größere Präzision und besseres Laden, womit dieser Vorgang auch weitaus schneller geschah. Zur damaligen Zeit war es viel wichtiger, wie oft ein Soldat pro Minute schießen konnte, als die Reichweite oder gar Treffgenauigkeit. Ich habe gar nicht geguckt, wie viel das Ding wert ist. Moment. Das ist bestimmt ein bisschen mehr wert. Unbezahlbar! Priceless, baby, priceless. Ich habe meinen ersten legendären Gegenstand gefunden und somit das Tutorial beendet. GG. Zum Wohl. Ob das Ding noch funktioniert? Hallo, kann ich mein Inventar? Okay, ich kann Inventar auch nur auf I schließen, nicht auf Escape oder so, auf keinen Fall. Ob hier noch mehr Sachen rumliegen?
Das eine nehmen wir noch mit, dann gehen wir ins Büro. Bestimmt noch mal eine Patronenhülse oder so. Ah, wo ist sie hin? Findest Waffen und Patronenhülsen, ist also doch ein knallharter Shooter? Ja, vielleicht. Das ist noch ein Hering, ziemlich sicher. Oh nein, eine alte Nadel, die wir identifizieren müssen. Mit dem Identifikationsspray. Haben wir auch ein Town Portal Spray, oder? Nach dem Material, der Länge, der Form sowie vor allem dem Nadelöhr zu urteilen, stammt diese Nadel aus dem 18. oder gar 17. Jahrhundert. Natürlich. Nadeln wurden seit prähistorischen Zeiten verwendet, als Nadeln noch aus Dornen oder Steinfragmenten hergestellt wurden. Oder Knochen. Damals wurden sie mit Sehnen oder Pflanzen genutzt, um Tierhäute zusammenzunähen. Die älteste bekannte Nadel ist 61.000 Jahre alt und stammt aus Afrika. Nadeln aus Knochen wurden vor 50.000 Jahren benutzt. Kupfernadeln hingegen waren 4.400 vor Christus schon bekannt. Die erste Stahlnadel stammt aus dem 3. Jahrhundert vor Christus. Die hatten im 3. Jahrhundert vor Christus schon Stahl. Okay. Dann hätten sie die letzten Pyramiden ja auch mit Stahlträgern verstärken können im Innern. Also, ich sehe das Problem nicht. Okay. Gut, nehmen wir... Achievement unlocked. Experienced. Verrückt. Wir gehen ins Büro. Ja. Achievement unlocked. Hunter. Klicke, um die Treasure-App zu öffnen. Diese Karte stellt die Hauptansicht dar, wenn du den Computer anmachst. Sie zeigt dir all die Ziele deiner zukünftigen Abenteuer an. Um sie zu benutzen, musst du einfach einen Pin auf der Weltkarte erbrechen, einen Pin auf der Weltkarte auswählen und auf Reisen drücken. Davor kannst du auch mehr über die Orte auf der Oberfläche rechts auf der Karte lesen. Okay. Wow, na, da habe ich ja richtig viele Pins. Kann ich die Map auch irgendwie scrollen? Nein, das ist die komplette Map. Japan? Südafrika? Australien? Südamerika? Wer braucht das schon? Ja, Gettysburg waren wir ja gerade schon. Sehen wir hier eigentlich irgendwie... Ich fände es ganz cool, wenn wir... Tief im Mittel, tief, what? Oh, keine Reisekosten, voll gut. Ich fände es ganz gut, wenn wir irgendwie angezeigt bekommen würden, wie viel Prozent der Sachen wir aus dem Boden geholt haben. Also so for completionists quasi. Du weißt, okay, da liegen 78 Sachen im Boden und ich habe halt 43 gefunden. Das fände ich ganz cool. Aber dann gehen wir erstmal zum Bayerischen See. Ja. Zwar ist nie etwas Aufregendes hier passiert, dennoch ist der Allertsee, heißt der wirklich so? Keine Ahnung, ich kenne mich in Bayern nicht aus. Auf der Karte eines jeden Schatzsuchers. Einer der Gründe ist das Gerücht, dass hier Hitlers Gold versteckt wurde. Ah, Nazi-Gold, dann müssen wir dahin. Zwar wurde dies von zahlreichen Tauchern widerlegt, jedoch können hier trotzdem interessante Funde aus dem Ersten und Zweiten Weltkrieg geborgen werden. Eine alte deutsche Pickelhaube wäre sicherlich eine nette Ergänzung der eigenen Sammlung. Entschuldigung, wenn ich eine Pickelhaube sehen will, gucke ich mir Teenager in der Mall an. Ich würde aber... E-Mail. Du wirst Aufträge per E-Mail erhalten. Wie bei Hausflipper. Voll gut. Ja, ja. Aufträge und Nebenjobs. Verrückte Sache, okay. Da gucken wir gleich mal. Boah, ich kann meinen Detektor aufrüsten. Verrückt. Ich will den Wojtek K22 H3D. Kriege ich aber erst mit Prestige 8. Okay, okay, okay. Kann ich irgendwo... Hier den, kann ich das... Ah, hier kann ich verkaufen, voll gut. So, Geld verdienen. Wenn du einen Gegenstand verkaufst, erhältst du so viel Geld, wie der Gegenstand auch wert ist. Wenn das im echten Leben so wäre.
verkaufen wir diese leere 9mm Hülse für $31. Kann ich das Ding verkaufen? Nein, kann ich nicht verkaufen. Okay. Schade. Okay. Damit haben wir jetzt immerhin wie viel Geld? 99. Damit können wir uns exakt nichts leisten. Ah, okay, jetzt sehe ich auch. Okay, okay. Der findet nur kleine Objekte. Das ist total unlogisch, dass der. Vielen Dank, Blue Flow, für den Resub. Dankeschön. Was ich sagen wollte, ist total unlogisch, dass das Ding, wenn das schlecht ist, halt nur kleine Objekte findet. Es müsste doch eigentlich nur große Objekte finden, oder? Weil natürlich eine größere Ansammlung von Metall einfacher zu detektivieren ist. Also wäre jetzt so meine Theorie. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Metallsuchgerät funktioniert, aber ich nehme das einfach mal so hin. Aber ich will auf jeden Fall das Ding. Auf jeden Fall. Gut, wir reisen mal. Oder wollen wir einen Auftrag machen? Johann Schmidt, was möchte denn? Guten Morgen, ich heiße Johann Schmidt und schreibe Ihnen als Vertreter der Willpower Inheritance Company. Wir bedauern es sehr, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Onkel Sir Richard verstorben ist. Ich schreibe Ihnen auch, um Sie darüber in Kenntnis zu setzen, dass das Erbverfahren mit der Abwicklungsnummer 65202 begonnen hat. Dem Willen von Sir Richard Folge leistend, schicke ich Ihnen auch eine Reihe an Kontakten, die verschiedene Rollen bei der Erfüllung des letzten Willens spielen werden. Innerhalb eines Jahres werden diese Menschen Sie und Ihre Errungenschaften beobachten, um zu prüfen, ob wir Ihnen den Teil, den Sir Richard für Sie vorgesehen hat, Ihnen über... Was? Das ist ein Ihnen zu viel. Überweisen können. Falls Sie noch Fragen haben, zögern Sie bitte nicht, mich zu kontaktieren. Johann Schmidt. Finde ich ein bisschen cool, dass das so eine 3-Fragezeichen-Erbschaftsnummer ist, wo wir vielleicht irgendwelche speziellen Sachen finden müssen. Finde ich cool. Mag ich. Jobangebote. Guten Morgen, ich heiße Robin Hewitt und vertrete das Institut für Archäologie. Ich schreibe Ihnen aufgrund der Informationen, die wir von Herrn Johann Schmidt erhalten haben. Wie wir verstanden haben, suchen Sie nach Aufträgen. Leider können wir Ihnen zurzeit keine größeren Aufträge anbieten, aber falls Sie mit uns engeren Kontakt knüpfen möchten, hätten wir da einen kleinen Job am Bayerischen See für Sie. Wir versuchen, die Genehmigung zu bekommen, in dieser Gegend Nachforschung anzustellen und ein archäologisches Camp aufzubauen. Dafür müssen wir uns aber ein gutes Bild davon machen. Von dem Camp? Von der archäologischen Nachforschung? Von der Genehmigung? Oder doch von der Gegend? Lassen Sie mich bitte wissen, ob Sie den Auftrag annehmen. Was ist denn der Auftrag? Räume am Atlassee den Müll weg. Willkommen bei Hausflipper. Ja, komm. Machen wir. Kriegen wir 1000 Prestige für. Müll wegräumen ist also angesehen. So, Ach, mehr Nebenjobs. Oscar Miete. Und Edward Dugdale. Und Sophie Lewis. Die haben alle die gleiche Domain. Okay. Dann haben wir den Auftrag jetzt angenommen? Keine Ahnung, ich reise mal zum See. Liebe Besucher, bitte beachten Sie, dass unser Drucker nur sehr verschwommen drucken kann. Der Park ist im Jahr 2018 an diesen Tagen geschlossen. Ah, wie gut, dass wir heute spielen. Morgen wäre zu. 23.12. haben wir ja Glück, dass heute offen ist. Aber Preisliste, okay. Öffnungszeiten. Sonntag 10 bis 15 Uhr. Dann haben wir jetzt noch. Ah, nur 1,5 Stunden Zeit, okay. Geht klar.
das wohl in der Unreal Engine aussehen würde. Gott, Charakter läuft, als wäre er besoffen. Warum sind in jedem Spiel meine Augen eigentlich Kameralinsen? Weiß das jemand? Warum gibt es gefühlt in jedem Spiel Lensflares? Selbst mit Brille habe ich die nicht. Ich kann übrigens nicht springen. Okay, hier ist nichts Tolles. Gucken wir auf die Karte. Okay. Das ist ein ziemliches Gebiet. Wir sprinten mal eine Runde. Oh. Na, wo denn? Na, da. Voll gut. Bei diesem Kiesboden können wir mit unserem Spaten natürlich voll viel ausrichten. Diesen großen Stein, da räumen wir auch nicht weg. Ein Schlüssel! Verrückte Sache. Ein alter Schlüssel. Erstmal Identifikationsspray drauf. Dieser Schlüssel besteht aus Eisen und stammt aus dem 19. Jahrhundert. Natürlich. Nach der Größe und dem Bart zu urteilen, wurde er entweder für ein Vorhängeschloss oder ein Schloss eines Spindes bzw. eines kleinen Zimmers verwendet. Das älteste Schloss mit seinem Schlüssel wurde in den Ruinen von Nineveh, der Hauptstadt des antiken Assyrischen Reichs, gefunden. The more you know. Verlasse mich jetzt einfach mal drauf, dass die Infos hier richtig aus Wikipedia abgeschrieben haben, ne? Und hier uns keinen Unfug erzählen. Hasenfeld. Wolfendorf. Okay. Wolfendorf kommen wir ja. Gehen wir mal nach Hasenfeld. Halt, da war es irgendwo da. Hey, immerhin stimmen so manche Locations. Hm, okay. Ja, es ist doch Müll, oder? Metallverschluss. $1. Den müssen wir nicht mehr identifizieren. Aber es ist Typ Müll. Gott. Aufgabe aktualisiert. Hier ist noch mehr. Gott, wir graben im Arsch der Welt, ey. Danke, das kennen wir schon. Mein Metalldetektor steckt fest. Da.
kann nicht graben von hier aus. Willst du mich verarschen? Geh da hin und grab, du Lappen. Hering? Langer Nagel.